guten Abend, die Herren. Wir sind arme Zigeuner und versuchen auf ehrliche Art durch Wahrsagen Geld zu verdienen. Dürfen wir Ihnen wahrsagen? Es wird mir ein Vergnügen sein. Ich finde, dass diejenigen von uns, denen es besser geht, unbedingt denen helfen müssen, denen es weniger gut geht. Habe ich recht? Ja, Madame. Wissen Sie, Ihre Augen sind der Spiegel Ihrer Seele. Und um Ihre Zukunft zu sehen, muss ich Sie berühren. Oh, wie aufregend. Also passen Sie gut auf. Jetzt machen Sie die Augen langsam zu. Zumachen, zumachen, zumachen und zu. Wie sieht meine Zukunft aus? Also, vor vielen Jahren lebte einmal ein kleines Mädchen mit dem schönen Namen Rotkäppchen. Eines Tages erfuhr Rotkäppchen, dass seine Großmutter sehr krank wäre. Da packte es einen Korb voll mit Leckerbissen und Wein und zog los, um die arme, kranke Großmutter zu besuchen. Und das war falsch. Denn inzwischen hatte der Wolf die nette alte Dame gefressen. Rotkäppchen kam zu dem Haus und klopfte an die Tür. Und eine Stimme antwortete, ja, komm herein, mein kleines Dingelchen. Und was meinen Sie, wer das wohl gesagt hat? Der Wolf, denn der... Jetzt ist es genug, du Schafskopf. Los, gib sofort alles zurück, was du gestohlen hast. Tut's bald. Aber die Börse gehört mir. Strafe muss sein. Pack aus. Vorwärts. Geben Sie diesem Herrn sofort seine Wertsachen zurück. Aber das ist ein Irrtum. Ich werde Ihnen alles erklären. Sie brauchen mir nichts zu erklären. Ich habe alles mit eigenen Augen aber gesehen. Sie werden doch nicht Mund denken, halten. Dass... Tun Sie, was ich Ihnen sage. Empörend. Unverschämtheit. Hier. Ist das alles? Nein, er hat noch was. Er hat noch meine Uhr. Das ist meine. Keine Widerrede. Und hier meine Schnupftabakdose. Also das ist Sie ja... sollen ruhig sein. Und das da. Ich finde und das meine unerhört. Brosche. Nicht ein Stück gehört Ihnen. Zieh ihm doch noch die Ringe ab. Ja. Ach, da sind ja auch meine Ringe. Vorwärts, geben Sie sie dem Herrn. So was ist mir mein Lebtag noch nicht vorgekommen. Fehlt noch was? Oh ja, natürlich. Um ein Haar hätte ich mein Lorgnon vergessen. Sein Lorgnon? Ach ja, und meinen Stock auch. Sein, oh. Kommen Sie mit. Einen Moment, Herr Wachmeister. Hier eine kleine Aufmerksamkeit für Sie. Kaufen Sie sich eine Kanne Wein. Danke sehr und auf Wiedersehen. Kommen Ach, dann Sie. Nur noch eine Kleinigkeit, Wachtmeister. Ja. Meine Pistole. Oh, verzeihen Man kann Sie nie bitte. Wissen. Vorwärts. Damit wäre alles erledigt. Ich protestiere. Ich werde mich beschweren. Das ist unglaublich. Nun, Stanley, ich denke, wir dürfen mit unserem Erfolg zufrieden sein. Wie wär's mit einer kleinen Erfrischung? Eine sehr gute Idee. Komm, Stanley. Gute Nacht. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Warum kannst du denn nicht aufpassen, hm? Oh, das ist natürlich etwas anderes. Danke, Stanley. Ja, bitte? Bringe uns zwei Krüge von eurem besten Wein. Sofort. Ja, und einen Becher Warmbier, bitte. Sehr gern. So. Komm, komm, mein lieber Freund. Beeil dich. Sieh mal an. Gut, dass wir den Stock nicht vergessen haben. Mhm. Mach schon, beeil dich, los. Gib mir zwei Krüge von unserem besten Wein. Wird gemacht.
Danke. Gib mir das Geld wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Du gibst alles, ja, verstanden? Wie komme ich dazu? Es gehört mir genauso wie dir. Gut, dann will ich dir sagen, was wir tun. Wir spielen einfach drum. Was? Wir spielen das Fingerspiel. Wie spielt man das? Ganz einfach. Pass mal auf. Du brauchst nichts weiter als eine Faust zu machen. Plötzlich streckst du ein paar Finger raus. Und jetzt, wenn du genau dieselbe Anzahl von Fingern rausstreckst wie ich, dann hast du gewonnen. Und wenn du nicht dieselbe Anzahl von Fingern rausgestreckt hast, dann hast du verloren. Also schön. Möge der Bessere von uns beiden gewinnen. Mhm. Fertig? Mhm. Oh nein. Soll ich dir sagen, was wir jetzt tun? Wir spielen jetzt ums Ganze. Das bedeutet, der Gewinner kriegt alles. Einverstanden. Von Ehrenmann zu Ehrenmann. Fertig? Aha! Aha! Oh.